Hallo und herzlich willkommen zurück zu 7 Days to Die. Ja, und wie erwartet, sind die Zombies despawned. Ja. Hatten wir ja gesagt, dass das vorkommen könnte. Setzen wir gleich nochmal hier unseren Helm auf. Funzel an. Wo befinde ich mich eigentlich gerade? Ah, okay. Okay, ich habe auch nachgesehen in dem anderen Video. Ich habe ja hier mal so ein verbranntes Haus begutachtet. Und da sind ja unter den Blechplatten so versteckte Sachen drin. Und ich habe nachgeguckt, das war in dieser Hütte hier. Ich war das letzte Mal, glaube ich, hier in dieser Hütte drin. Oder in dieser, das sind die verbrannten jeweils. Sieht man irgendwie ganz gut, weil die relativ löchrig sind. Oder bilde ich mir jetzt zumindest ein, dass das dann... wohl diese Häuschen sind. So, ich muss mich mal ganz kurz wieder hier sammeln, denn wie eben gerade erwähnt, es ist eine neue Aufnahmesession. Wir sollten mal vielleicht in unsere Base zurück, uns dann vielleicht auch einen neuen Bogen hier zusammenbauen. Und eigentlich ist es gerade relativ Wurst, was wir machen. Denn mein Inventar ist voll. Und von dem her einfach mal raus und ja, zu unserem Lager zurück. Schön in der Nacht, klar. Es gibt ja nichts Sicheres, als mitten in der Nacht hier draußen spazieren zu gehen. Mit Bären und Zombies und hau mich tot was allem. Naja, inzwischen sind wir ein bisschen hartgesotten unterwegs hier. Und die Zeit wird immer knapper bis zur nächsten Horde. Gucken wir mal, ob wir da vielleicht unsere Basis hier noch ein bisschen verstärken, vielleicht bis dahin. Ich dachte mir halt, es wäre vielleicht von Vorteil, wenn wir erstmal jetzt ein bisschen looten und danach wieder verstärkt auf Ressourcen Jagd gehen, ja. Genau, Ressourcenjagd, die laufen ja immer weg. So. Hier könnten wir, das Zeug könnten wir auch mal scrappen. Der fliegt einfach schon raus. Hier, ja, da habe ich einen Tipp bekommen, ich soll nicht die ganze Zeit mein Eisenerz scrappen. Da es dann zu Verlusten kommt. Genau, und wie eben erwähnt, ich werde mal meine ganzen Ranches hier ein bisschen scrappen, denn wir haben schon wesentlich bessere. Und dann können wir die ja mal zerhackstücken. Was kommt dabei raus? Ach, schade. So, gucken wir mal. Zwei Scrap Metal. Ja, okay, dann sollten wir vielleicht... Dann hebe ich mir zwei Stück auf. So, die werden wir nochmal scrappen. Den Helm genauso. Ja, denke ich schon mal. Weg damit. Weg, weg. Das kommt da rein. Das. Heben wir mal auf. Ja. Und ich könnte mir demnächst auch mal was Anständiges zu futtern machen. Aber irgendwie ist halt zurzeit noch kein Bedarf so wirklich. Ich bin ja mal auf meiner Fleischdiät. Das packen wir hier. Packen wir hier mal dazu. Hier noch. Munition, ach, hatten wir auch noch nicht. Gunpowder. So, dann könnten wir ja auch mal durchgucken. Ja, und ich sollte auch mehr Waffenteile aufheben, hieß es denn. Stimmt, die Qualität geht natürlich auch bei den Waffen nach unten. Das habe ich schon wieder alles verdrängt irgendwie. Wobei sowas brauche ich jetzt nicht wirklich.
So. Sieht doch sehr fein aus. Ja, und ich werde es dann nochmal gleich. Oh, sehr schön. Dann machen wir gleich mal ein paar Arrows nochmal. Ja, ich werde nochmal gleich in dieses Häuschen gehen. Wie gesagt, das verbrannte Haus. Und werde doch nochmal im Unterboden schauen, ob wir da was Nettes finden. So, und ja, ich sollte auch noch ein bisschen mehr aussortieren irgendwie. Hier noch, also nach Waffen sortieren direkt und noch nach Futter und so. Könnte ich eigentlich noch ein paar Kisten machen, ja. Wobei es ist ja hier herum nicht für die Ewigkeit gedacht. So, 185 davon, dann haben wir noch 250, was man nach Bedarf einfach noch herstellen kann. Das ist nicht schlecht. Shotgun Shells, na, gar nicht rein. Packt man natürlich hier rein, also munitionstechnisch sieht es hier noch total mau aus. Dass ich hier immer mit Tab mein Inventar danach nochmal aufmache. Das nervt mich irgendwie ein bisschen. Ach, da unten lungert jemand rum. Okay, wir haben 1 Uhr. Passt schon, wir gehen mal ein bisschen raus. Dieses Häuschen. War das mit dem versteckten Schatz im Unterboden? Hier unten drin soll was sein. Nein, da ist nichts. Dann vielleicht. Ach, da hinten unten. Okay. Da war's die falsche Platte. Und da sehen wir schon wieder eine kleine Purse. Und bitte, bitte, bitte. Ja, haben wir es doch schon wieder. Man sieht es, glaube ich, sogar relativ gut, wenn man da seitlich drauf guckt, ob da was versteckt ist oder nicht, weil man hier minimal durchsehen kann. Das ist, glaube ich, ein guter Anhaltspunkt. Ja gut, was haben wir hier in der Gegend noch? Wir hatten dann noch dieses andere Häuschen. Gehen wir doch nochmal nach Norden. Und gucken da noch mal kurz rein. Der ewig lärmmachende Müll. Nein, hier ist auch was drunter. Da ist auch ein Block drunter. Schade. Hier ist was versteckt. Seht ihr das? Also für scharfe Augen. Da machen wir doch mal ganz schnell hier. Kleinen Screenie. Und finden einen Rucksack. Ja, okay. Dann haben wir auch noch. Dann könnte ich fast noch mal dahinter schauen, im Westen. Ja, man sieht, es ist nicht immer toll, also tolles Zeug hier irgendwo drin. Aber es könnte ja halt. Die Chance besteht. Das ist halt immer in den verbrannten Häusern so. Da sind ein Haufen Metallplatten am Boden. So, und für meinen Geschmack könnte es dann auch schon mal wieder Tag werden. Es ist zwar hier wirklich angenehm ruhig.
haben sie ja sehr stark abgeändert von der Alpha 12. Da war ja hier immer die Hölle los, wenn man in eine Ortschaft rein ist. Und das ist jetzt gar nicht mehr der Fall. So, schon geht die Suche wieder los. Da, genau, da hätten wir das letzte Mal, wollten wir da was rausklopfen aus dem Boden. Auch nichts versteckt. 2.50 Uhr. Auf dem Klo ist auch nichts. Und da haben wir leider schon alles gefunden. Ja, okay. Ist jetzt gar nicht weiter schlimm. Dann laufen wir nämlich einfach, glaube ich, einfach mal direkt weiter hier zum Häuschen, bei dem wir jetzt letztes Mal aufgehört haben. Oder in dem wir heute früh quasi gestartet sind. Und das sieht gerade crazy aus. Jetzt haben wir da vorne ein Schwein. Schwein, Schwein, Schwein. Jagen könnten wir auch mal wieder. Sieht echt crazy aus hier mit den Lichtverhältnissen gerade. Ja, genau, da haben wir das letzte Mal noch schön Bücher und alles gefunden. Und dann bin ich aber auch schon nach oben weg. Und es geht weiter mit unserer Misere. Naja. Wie gesagt, irgendwann ziehen wir noch das große Los hier. Und wenn man halt hier irgendwann mal auch die Basics hat, sozusagen, dann kann man nämlich schön mal wirklich auf Erkundungstour gehen und hier nicht die ganze Zeit. Oh, das ist sehr nice. Da-da-da-da. Jetzt haben wir schon mal einen Ersatzhelm. So. Da können wir eigentlich gleich mal was essen. Können wir das auch noch scrappen? So. Das Zeug jagen wir auch hier durch. Yeah! Guten Morgen! Und schon sind die Spackos auch schon wieder unterwegs. Ach, da hinten ist auch einer. Sehr schön. Lautloser Killer. Und hier waren wir noch gar nicht in dem Viertel. Huiuiui. Ah, wir bekommen auch nichts. Ja, lass den mal laufen. Na toll. Ja. Und anscheinend bekommt man hier, wie gesagt, auch keine Erfahrung. Das hatten sie mal zwischendrin, wenn man Bücher öfters liest. Gibt's nicht mehr. Schade. Von dem her ist es wieder mal ein Buch, was uns den Platz für ein wirklich gutes Buch blockiert hat. Das finde ich eine ziemlich gute Beschreibung. Ne? Es blockiert halt einen Luftplatz für ein anderes Buch. Und ja, nicht schlecht, aber schlecht kann es einem werden. Das ist blind.
Jawohl, und noch mehr Kacke. Es ist ja im wahrsten Sinne des Wortes so, inzwischen, wir finden hier nur Kacke. Tag 10, ja, das heißt, 2 Tage noch, bis schätzungsweise Hunde kommen. So, jagen wir mal wieder hier alles durch den Scrapper durch. Komm, 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 komm. Natürlich nicht. Computer sagt nein. Und wenn sie mir jetzt gleich wieder eine Horde auf den Hals schicken, aber dann... Also wenn ich hier immer mein Routine unterbrechen muss wegen den hirntoten Nachbarn. Ah. Weg damit, den brauchen wir eigentlich auch nicht. Sag mal, wollt ihr mich veralbern? Also jetzt bekommen wir gar nichts Ordentliches mehr hin. Der allgemeine Loot-Container ist leer. Es ist quasi nichts mehr über zum Looten. Alles aufgelootet. So, was haben wir eigentlich an? Scrap Boots. Was haben die hier? 30, 20, 5. Die können wir nicht mal scrappen, die Schuhe. Machen wir so, einfach direkt wegwerfen. Soldegeiz. Yeah, yeah, yeah. Ja, und langsam aber sicher geht die gute Axt auch so nach und nach kaputt. Bitte, 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 bitte. Danke. Oh, komm, wisst ihr was? Ich weiß nicht, ob ihr da mitfühlt. Mit meiner Enttäuschung hier immer. Wenn man sich denkt, ja, 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 da ist ein Bücherregal. Oder das sind 2 Bücherregale. Und dann ist der Zonk wieder. Ja, dann schauen wir noch kurz hier zum Nachbars Schrottplatz. Vogelnester? Ach, hier waren wir anscheinend schon. Ja klar, da waren wir schon. Haha. Am Arsch. Ja gut, dann gucken wir da drüben nochmal schnell in die kleine, in den... So, wenn ich jetzt hier gleich direkt Ende mache, naja, dann haben wir wieder das Problem, dass wir hinterher nicht wissen, wo wir waren und wo nicht. Das wäre doof, dann gucken wir hier weiter. Oder passt es? Ja, ich denke schon, hier sind wir das letzte Mal. Da war ich aber auch schon drin hier, oder? Oder ist das das letzte Häuschen? Ich glaube, hier wollte ich weitermachen. Genau, dann ist das jetzt tatsächlich das letzte Häuschen. Ja, ist ja ganz nett. Splint weg. Essen wir hier einfach mal schnell. Das ist -3. Oh, dann trinken wir natürlich jetzt gerade was.
So, Scrapping. Das kann man nicht essen? Wir sind nicht hungrig. Tja, das ist immer nett. Naja, gut. Wir müssen jetzt dann hier sowieso leider wieder zurück. Dann passt es ja gerade. Aber wir finden halt so einen Haufen Mist irgendwie. Viele Katzenfutter. Okay, gut. Dann laufen wir noch mal schnell hier zurück in den Süden, vorzugsweise. Wir laufen hier mal querfeldein, dann können wir gleich noch ein bisschen Vogelnester suchen, für das wir keinen Platz haben. Was fliegt raus? Das Essen. So, hier war gerade noch mal eins, genau. Und noch mal eins. Wunderbar. Ihr Kamin, der alte Nesträuber. Oh, Nägel. Nägel würde ich auch gerne mitnehmen. Weg mit dem Blei. Genau, und hier waren wir jetzt. Oh. Ich würde den ganz gern hier töten. Platt machen. Dass wir hier schön uns auf den Müll draufstellen. Oh, das könnte man vielleicht Anfang der nächsten Folge machen. Ich muss hier sowieso wieder hoch. War hier gerade Chicken? Ah, wir sehen leider nichts. Ich glaube, das ist ganz cool, denn der Bär, der kommt ja nicht hoch. Und dann können wir den schön hier von oben platt machen. Dann nehmen wir aber vielleicht ein paar von den Eisen-Arrows mit. Denn ich glaube, ein Bär, der verträgt schon ordentlich. Also ich habe, glaube ich, im Creative hier, da verträgt der zwei, drei Shotgun-Schüsse. Und das ist schon wirklich der Hammer. Ja, Tag 10. Ein bisschen Ressourcen müssen langsam wieder ran. Ich hoffe einfach immer noch drauf, dass ich hier halt irgendwo dieses verblödete Buch finde. So, Hunting Rifle Barrel. Da können wir uns jetzt eine schicke zusammenbauen. Ein Knüppel. Knüppel packen wir hier auch irgendwo hin. So, nochmal Parts dazu. Das rein, Paper rein. Helm, nee, den nicht. Pistol Receiver hier hin. Munition. So, und den Rest packen wir natürlich in die andere Kiste. Ah, hier haben wir noch Kartoffel. Kartoffel. So, Glasschal hierher. Bandage brauche ich eigentlich gerade nicht. Heben wir auch auf. Mist, die hätte ich eigentlich auch rauswerfen können. Nägel, Iron Pipes sammeln wir mal auch. Irgendwie glaube ich nicht so recht, dass wir da immer ertragreich Zeug rausbekommen. So, hier packen wir noch mehr Stühle rein. Genau, zünden das Ganze einfach mal an. Machen einfach noch ein paar Iron Arrowheads. Was machen wir da? 20, 28. Ach, da drüben randalieren sie, okay. Ah, da oben ist auch noch das Häuschen. Das erinnert mich gerade an Stranded Deep. Wenn man hier an die Seite oder an der Seite vorbeisieht, dann sieht man das. Und wenn man direkt darauf zusieht, dann eben nicht. Das ist natürlich toll. Die kommen alle wieder zu mir. Ich würde jetzt gerade gerne mal runtergehen. Und die blockieren sich alle gegenseitig, wie es aussieht. Ja, jetzt haben wir wieder die ganze Bagage hier direkt vor der Haustür. Nice Shot.
So, haben wir die alle? Dann machen wir jetzt unsere Arrows. Und ich gehe aber mal runter hier. Da ich die ansonsten hier nicht gut bekämpfen kann. Oh, da oben ist er. Ich gehe hier mal kurz raus. Ich weiß nicht, was mit denen los ist hier. Wir machen noch kurz Shooter Zombie. Einfach weil es Spaß macht. Wenn man denn auch trifft. Komm, Köpfchen hoch. Ja, außer die Pfeile düsen hier immer durch die Köpfe durch. Jawollo! Also das gefällt mir ab und zu ganz gut an. Da muss man hier immer schön die Pfeile in den Brustkorb reinjagen und das ist absolut für den Arsch. Ach komm schon! Gibt's das denn auch? So, dann looten wir mal schnell ein bisschen, wenn was zu looten ist. Ja. So, hier noch kurz gucken. Honig! Fett, die sind hier noch festgebackt. Birdnest. Und da kommen immer mehr, oder wie, oder was, oder wo, oder? Pfeile fallen auch nicht mehr ab, irgendwie. Nee, scheint anscheinend nicht mehr so zu sein. Naja, wir haben aber schon Überlänge, von dem her... Komm, mach zu hier. Du Bekloppter. So, können wir noch mal kurz reingucken. Wow, hat wieder auch nur Müll dabei. Ich möchte doch nur hier in Ruhe die Folge beenden. Oh, was war denn das jetzt hier? Und wieder doch ein Kopf. Genau, die fällt jetzt hier um. Wieder sterben die Schwan. So, ansonsten ist mir jetzt gleich, wir werden hier ein bisschen darauf gehen zum Looten. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Wenn dem so war, lasst mir einen Daumen nach oben da. Und wir sehen uns das nächste Mal. Wir sehen uns das nächste Mal wieder. Ciao, macht's es gut.